Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. Und jemand hat sich gewünscht, dass wir heute ein paar Challenges machen. Oder eine Challenge. Und deswegen machen wir heute eine Challenge. Ist das nicht ein super toller Plan? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der allerersten Challenge an. Die Lost Challenge. Okay, ich hoffe einfach mal, wir sind nicht so lost. Das wäre ganz schön. Basement XL. Okay, wir haben zumindest 5 Leben, sind ganz schön blutverschmiert und haben weiße Augen. Das heißt, wir sind irgend so ein Kind, das verloren ist. Wir haben keine Seele. Wir sind ein... Ja, wir sind so lost. Da-da-da-dum. So, was haben wir sonst so? Unsere Tränen sehen auf jeden Fall normal aus. Wir haben... Okay, dass wir so verloren sind, haben wir aber ganz schön viele Karten. Und einen Kompass haben wir auch. Wow, krass. Okay, dann haben wir noch Blut. Toxic Blood Dingsbums. Dass, wenn wir getroffen werden, dass wir den Blutspender uns herziehen. Und eine Batterie. Hm. Okay, ich sehe schon. Wir haben auf jeden Fall noch ein Child's Heart, dass wir mehr Leben bekommen. Mehr rote Leben. Und anscheinend ist diese Challenge so, wie auch beim normalen Isaac, dass man halt bei jedem Raum so einen Stachelraum hat. Das heißt, wir werden in jedem Raum ein halbes Leben auf jeden Fall verlieren, wenn wir weitergehen wollen. Okay, dann müssen wir also gut mit unserem Leben klarkommen. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. So. Den ersten Raum schon mal gut überstanden. Gut, dann wäre eigentlich gut, wenn hier irgendwie mal Gegner kommen und wenn wir... Oh nein. Relativ schnell zum Boss kommen. Das war nämlich zum Beispiel schon mal falsch. Richtig gut wäre vielleicht... Oh, oh. Das sieht wirklich nicht gut aus. Richtig gut wäre ein Item, das uns unverwundbar macht. Oder fliegen. Fliegen wäre auch schon super, weil dann würden wir nur bei jedem zweiten Mal Leben verlieren. Möglich. Oder gar nicht. Doch, ich glaube dann beim zweiten. Ja, jeden zweiten Mal nur. Das wäre schon mal viel, viel besser. Aber gut. Schauen wir mal, was auf uns wartet. Und wir dürfen uns nicht verrennen. Ich meine, wir sind gleich schon tot. Wenn es unser Child's Heart jetzt nicht gleich mal irgendwie Leben gibt, dann sieht es nicht so gut aus. Das ist auf jeden Fall ein blauer Stein, den können wir uns holen. Und unser Child's Heart hat uns bisher noch nichts gegeben. Hm. Und unsere Batterie hat uns bisher auch noch nicht wirklich was gebracht. So, da wäre der Boss. Goldene Räume gibt es nicht. Okay, gehen wir zum Boss. Hi. Ach, Monstro mal 3. Wenn es weiter nichts ist. Wie viel Schaden haben wir? 2. Okay, das kann dauern. Ach, es ist auch noch eine XL-Ebene. Oh Gott. Sag bloß, das ist jetzt die ganze Zeit XL. Das wäre richtig schlimm. Da kann man sich richtig verlaufen. Obwohl, wir haben ja alle Karten. Das heißt, wir können uns eigentlich gar nicht so doll verlaufen. Aber wir haben gleichzeitig jetzt diesen Curse of the Labyrinth gehabt. Deswegen war das wahrscheinlich nicht so toll. Wenn das auch überall ist, dann bringen uns diese Karten nämlich gar nichts. Dann sind wir wirklich verloren. Oh nein. Okay, gegen 3 Monster zu kämpfen ist irgendwie doof. So. Au. Oh Gott, wir werden sterben. Ich will nicht sterben gegen Monstro. Oh Gott. Wir brauchen Leben. Okay, aber wir machen jetzt wenigstens ein bisschen Schaden mit unserer Blutspur. Also, ein bisschen Gutes hat das, dass wir eben einmal getroffen wurden. So ein kleines bisschen. So, Hälfte schon mal weg. Aua. Oh oh. Oh nee. Nein, 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 nein. Wenn uns ein großes Ding trifft, dann sind wir tot. Ah. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Das ist jetzt uncool. Halbes Leben. Easy. Ich weiß halt nicht, wann die hüpfen. Wenn einer von denen wenigstens mal sterben würde. Eigentlich müsste ich die ganze Zeit in Bewegung bleiben, oder? Oh nee. Okay. Das war zu viel für mich. Versuchen wir es nochmal. Oh, Moment. Hier ist ein Raum, wo man keine Leben verliert. Okay, man verliert doch Leben. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Oh nein, sie kesseln mich ein. Geh weg von mir. Hey, die laufen ja richtig assig. Okay. Bitte was Gutes. Puberty. Hm, ja. Ist auf jeden Fall was Gutes. Okay, aber gut zu wissen, dass die ganzen Special-Räume sozusagen... Wow. Dass die... Hä, hey, was haben wir denn hier für einen Müll nur? Dass die ganzen Special-Räume anscheinend kein Stachelraum sind. Okay, wir sind aber gleich schon wieder tot. Easy. Ich glaube, wir kommen nicht mal bis zum Boss. Ist das jetzt wieder ein XL? Ja. Okay, immer XL und Labyrinth und alles. Das heißt, unsere Karten bringen uns überhaupt nichts. Wir haben sie, aber sie bringen uns überhaupt nichts. Komm her jetzt. Komm her, du. Hallo, danke. Okay, die Challenge kann ein bisschen anstrengend werden. Oh, da unser erstes Herz durch Child's Heart. Sehr schön. Und 1,5 Leben haben wir auch noch.
Sehr, sehr. Es gibt doch goldene Räume, was? Okay, hätte ich das eben gewusst, dann. Oh. Oh nee. Oh nein, wir sind gleich schon wieder tot. Hätte ich das eben schon gewusst, dann wäre das ein bisschen praktischer gewesen. So. Wenn wir nicht so verdammt wenig Schaden machen würden, dann wäre das auch alles ein bisschen einfacher. Oh, den linken habe ich gar nicht gesehen. Da, sterbt ihr Fliegen. Ich habe euch nichts getan. Noch nicht, okay, jetzt schon, aber egal. Okay. Dann schauen wir mal in den goldenen Raum mit einem Leben. Oh, Moment, hier sind nicht mal Gegner drin. Okay, sehr schön. Das Item da oben wäre sogar perfekt. Das brauchen wir. Aber dafür brauchen wir erstmal noch zwei Münzen. Und ich weiß nicht, ob wir zwei Münzen mit einem Leben noch bekommen. Ist ja denn hier irgendwo in dem Feuer vielleicht noch Geld drin? Hoffentlich. Na. Na. Na, vielleicht irgendwo in den Kackhäuschen. Okay, eine Münze haben wir schon mal. Denn dieses Einhorn, dieses stumpfe Einhorn, kann man ja pro Raum, glaube ich, einmal einsetzen. Und das heißt, wir können dann einfach mit dem Einhorn in einen neuen Raum gehen, verlieren dann keine Leben durch den Stachel und können ihn dann im nächsten Raum wieder einsetzen, wenn wir die Gegner besiegt haben. Perfekt. Wir haben sogar genug Geld bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön ist das Alice. Das ist Alice sehr schön. Jetzt müssen wir das noch aufsprengen, leider. Aber gut, wir haben ja genug bekommen. Und meins. Yes. Wir haben's. Jetzt sind wir stark. Oder so. Auf jeden Fall verlieren wir weniger Leben. So, auf geht's. Hi. Oh, es lädt sich sogar während des Raums nochmal auf. Nice, dann können wir sogar, wenn wir in einen Raum kommen, wo keine Gegner drin sind, trotzdem da gut rauskommen. Das ist sehr nice. Was haben wir hier? Hä? Okay, ja. Gut, okay, so. Kann man machen. Was ist das für ein komischer Raum? Zumindest ein Schlüssel und 12 Diamonds. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Lockdown und... Nee. Nee, das zeige ich euch nicht mal. Das wollt ihr nämlich gar nicht sehen. Okay. Was auch immer. Gut. Naja, immer einen Schlüssel bekommen. Ist ja jetzt nicht so ganz schlecht. Ein bisschen mehr Schaden wäre natürlich noch ganz schön. Aber ich glaube, den kriegen wir noch. Da ist auf jeden Fall noch ein goldener Raum. Warum ist der denn jetzt gestorben? Machen wir unsere Fliege. Ja, schön. Schöne Sache. Wir kriegen noch Lil Hound. Okay. Dieser Start ist auf jeden Fall viel, viel besser als eben. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken für das ganze Feedback, das auf mein Bewerbungsvideo für Desperado gekommen ist. Das war voll nice. Vielleicht sollte ich öfters mal aufwendige Videos machen. Da wird man voll süchtig nach diesem ganzen Feedback. Ist auf jeden Fall krass. Ist auf jeden Fall das Video mit den meisten Daumen und was weiß ich und Kommentaren. Das war voll schön. Die ganzen Kommentare zu lesen. War alles schön. War aber auch viel Aufwand. Ja. Und die ganzen Daumendrücker und so. Fand ich nett. Danke. So. Okay, jetzt besiegen wir erstmal den ersten Boss. Diesmal kriegen wir das hin. Zumindest den ersten. Obwohl eigentlich unser Equipment ist gerade richtig gut für diese Challenge, muss man ja mal sagen. Doch, doch, das hat was. Oh Gott, geh weg, du Fliege. Oh nein, Spinne. Oh Gott. Geht weg von mir. Okay. So, haben wir das schon mal überlebt. Sehr schön, kriegen sogar einen Damage Up. Und Range Up, aber Damage Up ist wichtiger. Sieht man das dann auch? Nee. Auch nur aus dem einen Auge, aber immerhin ein kleines Damage Up und es ist Dingle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder so... Ja, der geht immer so ab. Ja. Irgendeiner meinte, dass der... Jetzt ist er weg. Oh Gott. Irgendeiner meinte, das soll eigentlich nicht so abgehen. Aber mir scheint er anscheinend keinen Grip zu haben. Der hat keinen Grip auf dem Boden. Ja. Finde ich merkwürdig. Vielleicht, es kann sein, dass... Ich glaube nicht, bei Holly geht er nicht so ab. Aber das kann sein, dass das der Moddersteller einfach geändert hat. Vielleicht habe ich eine neuere Version von der Mod. Die wird ja andauernd aktualisiert und ich habe meine Mod ja später geholt als die von Holly. Oder als Holly. Und von daher... Wie war's? Hier ist schon Schluss? Was? Was? Nein, ich habe voll die gute Ausrüstung gehabt. Jetzt kann hier noch nicht Schluss sein. Oh, das ist ja öde.
Nur eine Ebene? Gut, dann kommen heute zwei Videos. Ich beende hier trotzdem die Folge, auch wenn sie nur 10 Minuten lang geht. Weil ich die ganzen Challenges pro Video nur eine Challenge haben will. Aber ich werde die beide gleichzeitig hochladen, denke ich mal. Oder mit einer halben Stunde Verzögerung. Ich werde dann gleich noch die Plop-Challenge aufnehmen. Gut, das hat mich jetzt überrascht, dass das nur eine Ebene ist, aber okay. Ja, okay, ja. Also dann heute zwei Videos für euch. Zwar wahrscheinlich zwei kurze, aber egal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch bei den anderen, die andere Challenge dann heute angucken würdet. Und auch dieses Desperado-Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.